Seid gegrüßt, meine Lieben. Bevor du dich wieder Hals über Kopf verliebst oder du festgestellt hast, dass es in deiner Beziehung nicht so richtig passt, solltest du dich auf jeden Fall über ihr bzw. sein Sternzeichen informieren. Darüber möchte ich euch heute informieren, denn folgende Sternzeichen passen absolut nicht zusammen. No-Go sind Widder mit Steinbock. Der Widder bricht gern die Regeln, die ihm der Steinbock aufstellt. Das macht den Widder rebellisch, weil er sich ständig kritisiert fühlt. Der Widder ist unter den Sternzeichen das Kind, während der Steinbock der Versorgertyp ist. Beide sind im Beruf sehr ehrgeizig. Doch der Steinbock-Partner ist mit seinem Beruf verheiratet. Der Steinbock will sich nicht permanent um seine Beziehung kümmern, was der Widder von ihm erwartet. Schon aus diesem Grund ist einer Partnerschaft abzuraten. Bei ihnen geht jegliche Romantik verloren. No-Go sind Stier mit Wassermann. Der Stier steht auf Tradition und vorgegebenen Regeln. Daher gleicht er dem Wassermann eher einem Roboter. Damit ist eine Partnerschaft zwischen ihnen absolut nicht möglich. Der Stier ist ein Champagner-Typ. Der Wassermann lebt nach einer Mischung von Rebellion und Logik. Bei beiden klappt es nur beim Sex. Im realen Leben können sie nicht wirklich zusammenleben. Der Wassermann ist von der romantischen Art des Stiers fasziniert. Allerdings verwirrt ihn seine Nüchternheit, was ihn selbst überfordert. Ihre unterschiedlichen Werte fördern keineswegs ihre Harmonie. Während der Stier für gutes und genussvolles Essen Geld ausgibt, ist der Wassermann lieber wohltätig. Und No-Go sind Zwilling mit Skorpion. Eine Beziehung kann es bei diesen beiden nicht geben. Während der Zwilling zunächst nur flirten will, möchte der Skorpion schon nach dem dritten Kuss hören, dass man sich nur für ihn interessiert und fordert, dass sich der Zwilling ihm unterordnet. Der Skorpion ist der Lebhaftigkeit des Zwillings hoffnungslos ausgeliefert. Und das macht ihn wahnsinnig. Er kann ihn nicht festhalten, was ihn vor Eifersucht zu Furie werden lässt. Das waren die ersten drei Beziehungen, die absolut partnerschaftlich nicht zusammenpassen. Morgen werdet ihr über die letzten drei No-Go-Paarungen erfahren. Bis dahin, in Liebe, eure Deria.